Die Staaten konkurrieren um einen Teil der 8 Milliarden US-Dollar, die für das H2-Lieferkettenprojekt vorgesehen sind. Indiana, Ohio und Kentucky gehören zu Dutzenden von Bundesstaaten im ganzen Land, die um Bundesmittel für ein Projekt für blauen Wasserstoff konkurrieren. Projekte, die sich um Bundesmittel bewerben, müssen ein tragfähiges Element in der H2-Lieferkette nachweisen. Es stehen insgesamt 8 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln zur Verfügung, die für Staaten zur Verfügung stehen, die einen der vier H2-Hubs eröffnen. Die meisten Staaten, die eine Finanzierung beantragen, konzentrieren sich auf blauen Wasserstoff, der mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird, aber Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und Speicherung verwendet, um die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Projekte müssen eine tragfähige Rolle in der H2-Wirtschaft spielen, von ihrer Produktion und Verarbeitung bis zu ihrer Lieferung und Lagerung und Endnutzung. Es ist leicht zu verstehen, warum so viele Wasserstoffenergieunternehmen dieses Ziel anvisiert haben. Zu denjenigen, die versuchen, die Gelder zu stehlen, gehören Ohio, Kentucky und Indiana. Die Ohio Clean Hydrogen Hub Alliance hat eine Reihe von Partnern gegründet. Allerdings hat Kentucky eine eigene H2-Taskforce ins Leben gerufen. Indiana qualifizierte sich als H2-Leader. Die US-Regierung hat Bewerbungen für alle Bundesstaaten eingereicht, während sich die Akteure des blauen Wasserstoffs aufrüsten. Das Förderantragsverfahren beginnt in diesem Sommer. Es wurde bereits klargestellt, dass sich Ohio auf H2 konzentrieren wird, das mit Erdgas produziert wird, gefolgt von Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Der Staat verfügt über riesige Erdgasressourcen, um diese Art von Projekt voranzutreiben. Steve Stivers, CEO der Handelskammer von Ohio, glaubt, dass der Staat eine starke Zuchtchance hat. Für uns hier im Plenarsaal geht es darum, die Welt grüner zu machen. Erdgas verbrennt sauberer als fast jeder andere Brennstoff, nicht so sauber wie grüner Wasserstoff. Es wird irgendwo passieren, warum nicht in Ohio? Fragte Stivers, der die Rückkehr von Hyperion nach Columbus und den Neustart der Produktion im Jahr 2023 hervorhob. Zu beachten ist, dass blauer Wasserstoff zwar die Kohlenstoffabscheidung und Speicherung beinhaltet, dabei aber Methanlecks auftreten. Es ist unklar, wie viele Einreichungen grünes H2 beinhalten werden, das besonders sauberer ist, weil es einen Prozess beinhaltet, der mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Klicken Sie auf Abonnieren und klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.